Fake it till you make it. Das ist ein Mimik. Ich hab's gar nicht erlebt. Willkommen zu einer neuen Folge von Felix vs. Tim Solomir. Es haben sich so viele von euch gewünscht, dass ich mal meinen eigenen Kameramann hier einlade. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, es stand immer wieder in den Kommentaren. Spätestens seitdem wir Karte gemacht haben, waren die Leute so auf dem Trichter. Ah, Mitarbeiter gehen auch und nicht nur irgendwie YouTuber oder irgendwelche Musiker oder so, sondern auch echte Stars aus dem Schwabenland. Ja. Tim Solomir, du arbeitest seit einiger Zeit ja für mich, deswegen sollten eigentlich die meisten Zuschauer dich kennen, weil du auch immer mal wieder vor der Kamera bist. Aber nicht immer. Also vielleicht kenne ich manche noch nicht und deswegen haben wir einen kleinen Trailer vorbereitet. Scheiße. Tim Solomir begeisterte sich schon zu Schulzeiten fürs Filmen und Schneiden von Videos. Noch vor seinem Abitur 2019 wurde er von mir als Gewinner einer langen Suche zu meinem neuen Kameramann für Team Spielkind ausgewählt. Von Beginn an zeigte er starken Einsatz, egal ob bei Rennen in Österreich, in der Wüste Nevadas, mit der Drohne über Monaco, beim Transportieren eines Riesenkürbisses, auf Demonstrationen in Köln oder im OP-Saal des Schönheitschirurgen. Der Job bei Team Spielkind ist eben ziemlich vielseitig und Tim war immer dabei, auch nach Feierabend, also mehr oder weniger. Ich habe sie gesucht. Hoffentlich geht's dir mittlerweile zum Head of Production Beförderten heute besser bei Felix vs. Tim Solomir. Hast du einen Kommentar zu der Szene? Ich sag mal so, ich war nicht der Einzige, dem es so gut ging. Aber wir haben schon einiges gemacht. Hast du erwartet, dass es so wird, als du mit dem Job angefangen hast? Nee, ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass es irgendwann so ist, wie wir jetzt sind, weil jetzt mache ich ja weniger so dieses ganze Schnittmäßige, sondern mehr den Lead darauf sozusagen. Du bist befördert worden. Ich bin befördert worden. Ja, Head of Production ist er jetzt. Ja, ja. Und wie war es denn am Anfang, als du dich beworben hast? Hast du das deinen Eltern gesagt eigentlich so? Ich bewerbe mich da jetzt mal und vielleicht gehe ich dann nach Köln? Weil du kommst, ich meine, ist ja auch ein paar Stunden entfernt von Köln hier. Ja, also ich glaube, ich habe mich einfach so beworben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt irgendwie werde. Ich habe davor schon bei irgendeinem Wettbewerb gemacht, wenn man irgendwas so videotechnisch, irgendeinen Preis oder so. Ich dachte, ja, kann ich ja auch einfach mal machen. Ich hätte aber nie gedacht, dass es was wird. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und dann, als es dann so weiterging, als ich im Video war, habe ich es dann meine Mom und meinem Dad erzählt. Mein Dad war nicht so, also nicht begeistert. Meine Mom was hat er gesagt? Nicht. Was hat er gesagt? Nee, also die haben es nicht begriffen. Also die haben halt immer halt so gemeint, gerade das Klassische mit Ausbildung machen und so. Ja. Aber meine Mom hat dann ein paar Videos von dir angeguckt und ist dann richtig Fan geworden. Also sie ist stolz und freut sich. Guck jetzt auch immer noch die Videos, wenn du jetzt mit dabei bist. Ja, ja, ja. Dann ist immer genau up to date, was so jedes Video. Also ist echt. Top, sehr, sehr gut. Aber, mein Lieber, es geht ja in Felix vs. Tim darum, wer von uns beiden heute gewinnt. Und ich glaube, heute geht es besonders auch um die Ehre, wer von uns beiden sich durchsetzen wird. Und natürlich auch um unseren Stromstock am Ende. Und Tim hat da gar keinen Bock drauf. Deswegen, der wird heute sehr, sehr wichtig. Tim, du kennst das Spiel. Du hast es ja mit mir zusammen die Show konzeptioniert auch. Normalerweise bist du hinter der Kamera und zählst auch die Spiele an und so weiter. Deswegen muss ich dir nichts erklären. Nur für die Zuschauer, gib mir immer 6 Punkte, 3 Spiele. Wir fangen an mit einem Punkt. Du bist jetzt dafür, wenn du mir in 15 Sekunden 5 Dinge nennen kannst. Bist du bereit? Ich bin gespannt, ja. Nenne mir in 15 Sekunden 5 Dinge, bei denen man als Schwabe spart. Beim Einkaufen, beim Wasser, beim Strom, bei der Zeit, wegen der Effektivität und hab ich noch eins noch, bei den Freunden. Bei den Freunden spart man! Wow, das war knapp, aber bei den Freunden, das musst du mir erklären, wieso ist man denn bei den Freunden am Sparen? Man muss natürlich immer gucken, dass man die richtigen hat. Aber das ist so die Schwabeffizienz, hat Tim auf jeden Fall auch so ins Team hier reingebracht. Also wenn wir hier grillen, dann gibt es Tim immer schon, dass er nur die richtigen Soßen und so kauft, wenn die im Angebot sind und so weiter und so fort. Ja, mit Caro immer zusammen, wir sind immer so das Schwabenteam und dann gehen wir einkaufen. Es sind zu viele Schwaben hier, Micha ist auch Schwabe. Wir übernehmen den Laden. Ja, wir werden richtig zum Schwabengeschäft jetzt hier. Aber ist eigentlich immer gut für die Finanzen, wenn Schwaben mit am Start sind. Ne? Weil ihr passt ja irgendwie auch gut aus. Aber was ist so für dich der Unterschied jetzt aus deiner Heimat? Schwabenländle, so ein bisschen auf dem Land ja auch. Mhm. Und jetzt bist du in der großen Stadt. Also was krass ist, du kannst überall hin. Also immer was machen, es geht immer was ab. Du kannst denen schreiben, es geht was. Normalerweise kannst du vielleicht zu Freunden gehen oder so, aber viel mehr ist da nicht. Also wir haben einen Club im Ort oder halt in der Stadt daneben sozusagen. In der Stadt daneben. Und wenn der nicht offen hat oder wenn es halt kein Freitag, Samstag ist, dann machst du ja nichts. Du bist ja auch mit 19 bist du hergekommen, ne? Ja, genau. Und bist auch gerade erst 19 geworden, da hattest du eigentlich dein Abitur auch noch davor. Ich glaube, ich bin sogar mit 18 angenommen worden. Genau, ja. Und dann, du wolltest eigentlich dein Abitur abbrechen. Du hast mir gesagt, ich komme jetzt schon, bevor dein Abi, und dann habe ich gesagt, nee, du machst erst dein Abi fertig. Das haben es deine Eltern nicht auch gesagt und alle allgemein, wie kamst du dazu, zu sagen so, denn nicht ein Jahr vorher, sondern so,
drei Wochen vorher ja, alles abzubrechen. Also ich habe halt gewusst, es macht für mich mehr Sinn, weil ich wusste so ein Jahr vor meinem Abi, wusste ich, ich möchte auf jeden Fall irgendwas mit Videoproduktion oder sowas machen und habe davor schon mit Leuten geredet und es ist halt in dem Bereich einfach nicht wichtig, was für einen Abschluss du hast, sondern einfach nur, was hast du gemacht. Und ich wusste halt, wenn ich hier geiles Zeug produziere, dann bringt es mir viel, viel mehr und ich kann das vorweisen, wie wenn ich irgendein Abi habe. Stimmt schon, irgendwie ja. So und ist ja auch ein Schwabe, der spart dann die Zeit, ja? Also halt wirklich diese paar Wochen, die du ja, da nicht machen wolltest. Du hast es durchgezogen, du hast dein Abitur gemacht. Ich glaube, ja. Da sind auch deine Eltern froh drum. Ja. Ich bin auch froh drum, weil das ist auch für mich dann sehr so Verantwortung. Ja, ich nehme dich jetzt dazu und mach sozusagen, du machst so kein Abi, dann habe ich auch irgendwie die Verantwortung dafür. Ich dachte, ja. Das geht ja nicht. Nee, im Nachhinein ist auch echt eine gute Entscheidung. Gut, dass also, du das gemacht hast. Abi. Und so für Leute, die sich draußen wundern, so, wie du zu dem Job dann gekommen bist. Du hast ja auch keine richtige Ausbildung oder irgendwas vorher. Ne? Du hast ein bisschen halt gefilmt. Hat man ja gesehen auch ja. In den Ausschnitten. Ja. Und so bist du einfach hierhin. Und dann hast du, würdest du sagen, das meiste eigentlich dann hier noch gelernt von dem, was du heute ja, kannst? Ja. Mein Zielsatz war sozusagen fake it till you make it. Das hast du mir noch nicht gesagt. Nee. Das heißt, am Anfang hast du nur gefaked hier oder was? Nee, also, oder immer noch vielleicht. Ich merk's nur nicht. Nee, also es waren auf jeden Fall viel bessere Leute, die sich beworben haben. Also Leute, die besser schon viel mehr Erfahrung hatten und so. Gerade ein Chris zum Beispiel, der sich auch, wo so ganz Kopf an Kopf rennen war, mit dem ich auch sehr gut bin jetzt. Weil Konkurrenten, die habe ich beide eingeladen, ja, beide ja. In so Probearbeiten, ja. Dann musste ich wählen, wer jetzt der bessere ist. Genau, und da konnte ich mich halt sozusagen besser verkaufen. Vielleicht die Idee bei dem Video hat es halt rausgerissen. Aber von dem, was ich konnte, also war ich auf jeden Fall nicht besser als die anderen. Aber ich meine, das kann man alles lernen. Und ich meine, es war viel wichtiger, dass wir uns so gut verstehen. Und das klappt auf jeden Fall. Nicht, dass ich mich mit Chris nicht gut verstanden habe. Nee, ja, natürlich. Aber es war auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wie du ja. Gesagt hast. Aber ich bin sehr froh, dich ausgewählt zu haben, weil ich glaube, wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Und was du gesagt hast, so fake it till you make it, gilt auch auf jeden Fall für alle möglichen Berufe, gerade am Anfang. Mhm. Wenn man, da ist man sich häufig noch unsicher, kann ich das überhaupt? Und so auch, wenn du vielleicht noch studierst oder eine Ausbildung machst oder vielleicht ein Praktikum. Kommen irgendwo und dann denkst, ah, so ich kann doch eigentlich nichts. Nee, einfach selbstbewusst rangehen. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wie gut du dich verkaufen kannst. Ja. Dann kannst du auch alles erreichen, weil lernen tust du am meisten sowieso, wenn du es dann machst. Also du sollst natürlich nicht irgendwo reinkommen, wo du gar keine Ahnung hast, aber ich glaube, so schaffen es auch viele große Leute. Die haben einfach mal gemacht und... Voll, auf ja. Jeden Fall. Und fake it till you make it heißt ja nicht, dass man nichts kann, eben, so, eben. Sondern dass man aber einfach nur, man kann ein bisschen was und macht einfach das Beste raus, aber ist selbstbewusst dabei und geht nicht rein mit der Ansicht irgendwie, ich kann ja eigentlich gar nichts und ja. So. Dann wird man auch nichts erreichen. So, aber ob du heute noch einen weiteren Punkt erreichst, sehen wir jetzt. Es steht 1-0 für dich, aber das nächste Spiel gibt 2 Punkte und das ist unser Brain Game. Normalerweise würde ich fragen, Tim, was hast du vorbereitet? Aber jetzt steht Micha da. Micha, was hast du vorbereitet? Servus. Im heutigen Brain Game geht es um eure gemeinsame Vergangenheit. Und ich habe für euch kurze Videoschnitte aus alten Videos vorbereitet und ihr müsst dazu wieder Fragen beantworten. Mit 4 Punkten habt ihr dann gewonnen und sind hauptsächlich Schätzfragen. Wer sich von euch am besten zurückerinnern kann, das sehen wir jetzt im Brain Game. Oh yeah. Frage 1. Es ist zu, es ist nur am Wochenende offen. Was ist das denn? So eine riesen Achterbahn. Wann war dies die höchste Achterbahn der Welt? Ja, wahrscheinlich. Was ist das für eine Frage? Du hast dich irgendwo eingelesen, ich nicht. Ich hab nur gefilmt. Aber ich weiß das auch nicht mehr. Muss jetzt, aber es ist ja schätzen, ist ja schätzen. Man muss ja nicht genau treffen, ne? Genau. So hoch ist sie gar nicht. Kannst du nochmal das Video zeigen? Es ist zu. Es ist nur am Wochenende offen. Was ist das? Das ist so eine riesen Achterbahn. Nee. Aber war auch nichts los. Ne? Das war auf jeden Fall in Reno. Neben Las Vegas. In, genau, neben Las Vegas, noch in Nevada, auch so eine Mini-Casino-Stadt. Und halt eine Achterbahn. Ich hab gar keine Ahnung. Ich weiß null. Ich hab Glückszahl. Ich weiß auch nicht, wie lange es hier gibt. Du weißt wenigstens, wie lange das Dorf oder so gibt. Aber. Boah, Reno gibt's bestimmt schon sehr lange. Vielleicht 100 Jahre oder irgendwie sowas. Da ist auch so eine. So ähnlich wie Las Vegas dann wahrscheinlich entstanden, weißt du? So mit Goldgräber ja, und Bahn, ja. Die da durchfährt und so. Ja, egal. Habt ihr eure Antworten? Ich habe meine Antwort. Ich habe meine Glückszahl genommen. Oh, mein Geburtsjahr, 94. 1995 immer. 95 und 94. Und die Lösung ist? Es war 1996 in Günzburg-Volle. Ganz knappes Rennen, aber Tim hat den Punkt geholt. Oh, ich hatte erst noch 2003 stehen und dann so, keine als Ahnung, ich mache mich älter. Als ob wir Bayern keine Ahnung sind, um 2 Punkte da dran. Krass. Junge. Aber ich weiß noch den Drift, den du danach gemacht hast. Der war geil. Ja, das war geil. Okay, dann kommen wir zur zweiten Frage. Los geht's. 3, 2, 1, go! Drohnen-Skills gezeigt. Wie viele Versuche hat Tim am Ende gebraucht, um die Drohne dann doch noch auf dem Tisch zu landen? Es war nicht dann doch sehr knapp. Ab dem Zeitpunkt? Ab dem Zeitpunkt. Das ist schon mal 1, ne? Ja, das ist sowieso dumm. Ja. Ich hab was geschätzt. Ja.
Okay. Schauen wir uns die Antwort an. Ich habe 4. Ich habe auch 4. Okay, dann schauen wir mal rein. Nein! 1 Meter davon! Gut, Tim, schafft er es zu landen? Nein! 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 Ganz klar! Mega nach dem Nein! Die Drohne ist unter den Tisch und ihr habt den hoch. Und ich wollte das 5. Nee, 4. Da steht 4. Aber ist der 5. Versuch gewesen dann? Ah, nee, er hat bei 1 angefangen. Ich habe bei 1 angefangen. Ja, das heißt, ja. Es sind 4 Versuche. Ah, okay, das heißt, beinahe ein Punkt. Ja, okay. Oh, steht 2-1. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wasser bringen? Ja, eine große Flasche Frizzante, eine Naturale. Oder? Dann hat jeder was. Wasser bringen. Und eine halbe Bier. Wie oft sagt Bernie eine halbe in diesem Videoabschnitt? Da habe ich das aber gesagt. Halbe. Hä? Als ob du seinen Satz wieder im Kopf hast. Ich hab's im Kopf. Aber ich hab gar keine Ahnung. Hä, wie kommt ihr überhaupt? Du musst es ja echt häufig gesagt haben, wenn ihr so darauf kommt. Nee, ich glaube, du hast es nur einmal gesagt. Oder zweimal maximal. Lol, niemals. Ich glaube, wenn ihr überhaupt so. Ich muss mal das psychologisch sagen. Du hast die ganze Zeit gesagt. Ja, aber wieso sollte da was? Keine Ahnung. Okay. Was habt ihr geschätzt? Ich sag 10. 5. Ich wollte 4 sagen, aber 4 hatten wir gerade schon. 10. Bestimmt sagt ihr so Häube. Nein. Häube. Häube. Häube trinke ich jetzt schon, gell? Ich sage dafür schon gleich. Häube Bier, da tue ich mir jetzt rein. Häube Bier. Du bist der einzige Bayer hier. Häube geht. Ja! Nein! Yes! Oh, danke! Häube. Oh shit, nice. Shit. Guck, wie ich gesagt habe, Häuber. Oh Mann, 2-2. Aber das war ein geiler Roadtrip, der gerade jetzt erst gewesen. Das war eine der geilsten Reisen, die wir zusammen gemacht haben. War richtig nice. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist schon mit dem iPhone auf die Idee. Oder? Ja, stimmt, das war Miami. Guck mal, Tim, wirklich. Ich hab sogar was für dich. Ja, Schwabenpreis, 95 Cent nur noch. Und wie viel Dollar war der Preis reduziert? Und wie viel davor gekostet hat? Wie viel man spart. Ah, wie viel man spart. Die Schwabenfrage. Das sollte ich wissen. Das war so ein Stück Kuchen, so ein Cheesecake, ne? Ja. Ich glaube, der war gut reduziert. Ey, war gar nicht reduziert, glaube ich. Der war 10 Cent. Ich habe jetzt auf irgendeine andere Frage gehofft. Ich wusste zum Beispiel, dass wir das mit dem iPhone gefilmt haben, diese Timelapse-Shots dadurch. Also jetzt 0,95 kostet jetzt. Genau. Nee, ist dumm. Warte. Felix hat sein Ergebnis. Warte. Tim schreibt noch. Ach, los komm. Hier, was ist los? Ja, bei der Schwarmfrage am Schwächeln. Ja, das ist schwierig. Ich bin mir voll sicher nämlich. Echt jetzt? Ja, weil das kostet immer 3-4 Dollar. Ja, dachte ich auch. 3,95 oder so, ne? Ja, ich dachte auch 3,95. Ja. Felix 3, Tim 2,50. Das ist 3 Dollar reduziert. Und damit hat Felix den Punkt gewonnen. Ja! 3-2. Aber ich habe mir so ein Ding auch gekauft. Ich glaube, ich habe mir so genau den gekauft. Eventuell zum letzten Punkt. Alle 7 Sekunden wird in Deutschland ein Döner gegessen. Fast jeder hat den Dönermann seines Vertrauens. Aber wie ist es eigentlich? Wie viele Dönerstände gibt es in Deutschland? Ich weiß es. Er ist aber auch voll assi. Ich habe es gefilmt und er hat es recherchiert. Du hast es geschnitten! Ja? Ich habe den Satz in meinem Ohr. Aber... Boah, das ist voll assi. Du hast bestimmt 1000 Mal angeschaut beim Schneiden. Ich hab's gar nicht angeguckt, ich hab einfach durchlaufen lassen. Ah! Ja, guck. Ich hab's im Schnitt nicht nochmal angeguckt. Ich hab nur die fertige Folge gesehen. Aber wie ist es eigentlich? Ja, du weißt genau, oder? Ja, ich weiß es genau. Ja, ich kann ja gar nicht. Ich weiß es genau. Ach, ich muss ja noch aufschreiben. Nee, 5, 4, 3, 2, 1. Felix hat's nicht geschrieben. Okay, euer Ergebnis? 16.000. Aber wie ist es eigentlich, in einer der 16.000 deutschen Dönerbuden zu arbeiten? Was hat Tim? 3.536. Als ob es auch so wenig gibt. 3.000 ist allein in Berlin wahrscheinlich. Okay, schauen wir uns die Lösung an. Über 16.000 Dönerbuden. Ja. Und? Ja! Ja, genau. Alles Schiebung hier. Damit hat dann Felix das Brain Game gewonnen. Yes, boys! 2-1 steht es. Oh, du kommst leider hier ein bisschen immer näher an unseren schönen Elektroschocker. Aber jetzt haben wir einige Ereignisse hier gesehen, die wir so zusammen gemacht haben. Ich habe 2 Fragen an dich. Okay. Was war das Schlimmste, was du gemacht hast bei Team Spielkind und was war das Geilste? Also das Schlimmste war wahrscheinlich, da wo es wahrscheinlich auch bei dir in der Zeit das Schlimmste war, war so New York. Weil da war extrem viel Stress bei uns beiden. Obwohl gar nicht videomäßig, es war nicht so, dass da so viele Videos auf einmal zu schneiden waren oder so, aber es war
richtig, ich war so ein bisschen so Burnout-mäßig. Ja, halt, also. Ja, und bei mir ging es nicht so irgendwie genauso. Und ich weiß nicht, es war nicht extrem viel zum Schneiden. Es war schon viel. Also ich war, glaube ich, so eine Stunde oder so in New York und den Rest war ich im Hotelzimmer so. Man muss sagen, wir waren auch nur 2 Tage da. Ja, eben. Aber das war genau so eine Sinnfrage wahrscheinlich. Ja. So, was machen wir hier eigentlich? Ja. Also sowas bei mir. Es war so eine, wieso fliegen wir hier hin und machen? Also klar, wir sind eingeladen worden, um ein Promotion-Video da zu machen, haben das auch gemacht. Und das war auch eigentlich alles cool und so weiter. Aber es war so, Gott, warum, wieso? Und wenn man so eng zusammenarbeitet, überträgt sich auch die Energie halt immer so. Und das ist voll das Ding. Ne? Ja. Also ich bin auf jeden Fall so als Mensch, auf mich überträgt sich immer die Energie von den Leuten um mich herum. Und wenn jetzt irgendwie Leute schlecht drauf sind oder so, dann bin ich auch schlecht drauf. Und wenn Leute geil drauf sind, irgendwie gute Stimmung ist, ist es bei mir auch so. Ja, voll. Und das war mein erstes Mal, dass wir überhaupt irgendwo hingereist sind, glaube ich, oder fast das erste Mal. Das war sehr früh am Anfang, deswegen so ist immer noch Überforderung mit gleichzeitig dabei und so. Das war schon, also da habe ich gedacht, warum mache ich das eigentlich? Also da haben wir noch eine Liste geschrieben, falls noch mehr in Zukunft kommt. Aber es hat sich geändert. Das ist gut. Also Malek hab so auf einer geilen Finca mit Pool. Entweder das, weil das vom ganzen Ding her, oder wo wir diese Carstadt-Tour gemacht haben mit dem Tesla. Und dann nachts in Lübeck rumgefahren sind, deinen Bruder noch heimgefahren haben und richtig abgegangen sind, richtig laut Musik aufgedreht, das war richtig cool. Das war ein geiler Roadtrip. Also eigentlich so Roadtrips sind immer so mit die geilsten Sachen, die wir so gemacht haben. Ich fand aber auch zusammen, der Abend war auch sehr, sehr geil, den wir aus dem Intro kennen. Ja. Also bei dir hat nicht so cool geendet vielleicht, aber es war trotzdem sehr lustig, so mit dem ganzen Team so zusammen irgendwie. Ja. Das war auch wieder mit Daniel Abt-Jungs, also auch wieder mit Malek Hab. Also irgendwie, das war immer irgendwie gut mit denen zusammen. Ja. Müssen wir mal wieder machen so. Ja. Sobald Corona vorbei ist, machen wir da auf jeden Fall nochmal was. Was wir jetzt aber machen, ist die Entscheidung, ob Tim Sodamin heute gegen mich gewinnen kann. Hoffentlich. Bei Felix versus Tim, was ist das letzte Spiel? Was ist das Action Game, das 3 Punkte gibt? Im heutigen Action Game wird euer Kamera-Equipment-Wissen getestet. Ihr bekommt 10 verschiedene Kamera-Equipment-Zubehör vor euch auf den Tisch gelegt, eure Augen sind verbunden und ihr müsst in einer Minute versuchen, alles zu ertasten. Okay, Tim, bist du bereit? Ja. Dann geht es los in 3, 2, 1, go! Aha, wo ist das? GoPro 7. Ladegerät von Sony A7S, die kleine. Also A7S 2, ja. Osmo Action, Esmo Osmo Pocket Action, GoPro Max, 16 bis 35, SanDisk SD Adapter, Akku von der A7 III, 24 bis 200, Gimbal Ronin SC. Okay, ja, das war's schon. Krass. Ja. Sehr gut. Du hast 9 von 10 richtig, was extrem gut. Wie viele Sekunden? Du hattest noch 24 Sekunden übrig. Oha, das müssen wir erstmal nachmachen. Perfekt, dann fangen wir an. In 3, 2, 1, los. Das ist das erste? Ja. Das ist GoPro. Was für GoPro? Ach Mann, ey, das ist eine GoPro Hero 8. Das ist eine Osmo Pocket. DJI Osmo Pocket. Das ist ein Ladegerät von den Sony Akkus. Das ist eine Fusion. Nein, es ist keine GoPro. Es ist eine GoPro Fusion. GoPro Fusion. Das ist ein Objektiv. Ja, das ist ein 16-35-28 Sony. Das ist ein USB-C-Kartenlesegerät für SD-Karten. Das ist ein großer Sony-Akku von der A7S III zum Beispiel. Noch 10 Sekunden. Oh fuck! Das ist ein 240-Objektiv, 24-240. Und das ist eine Gimbal, das ist ein. Ja! Weißt du, was das Beste ist? Oh ja, stimmt, das ist das Beste, was ich hier machen kann. Meine Güte. Ich mach das mal, ne? Ja, ich mach's mal ordentlich hier. Ich krieg meine schönen Schrumpfstocker. Ich hoffe, ihr wurdet aber zumindest gut unterhalten und habt den Tim mal ein bisschen besser kennengelernt. Falls ihr noch mehr von Tim wissen wollt, morgen gibt's den Podcast mit ihm. Ja, da gibt's nämlich dann die Geschichte von Tim Sodamin, wie er hier gekommen ist, was er eigentlich in der Kindheit gemacht hat und so weiter. Okay. Alles bei Backstage. Ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich hab keinen Bock, ich hab schon zu häufig machen müssen. Ich möchte nicht. Alles klar, ich beeile mich jetzt, damit das jetzt schön schnell geht. Drück nicht zu viel. Wenn noch mehr sehen wollt, dann klickt jetzt einfach mal. Die Show von Felix Mario 3! Und ich gehe
Ja. Einen Tag als Alter, was war das? Danke fürs dabei sein, mach's gut und ciao.